vorne. Ich bitte euch um einen dicken großen Applaus für alle wichtigen Worte. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Nein, wo wollen Sie? Jesus. Nein, wo wollen Sie? Jesus. Wer ist der König aller Könige? Jesus. Am besten zu hören. Halleluja. Halleluja. Ihr müsst euch freuen, wenn ihr hier im Haus Gottes seid. Jesus, bunte Person, wo soll er ganz entdeckt sein? Seid ihr alle vertraut? Wir haben das Bosalibu, nein, sehr gut. Ist der Penny? Neglise ja schon nouveau. Und zwei Zeit von euch hat sich lang weg für euch. Naemi, ke babisus na bino basagi na zela mulai lelo. Jesus baus na diren. Jesus baus na Düsseldorf. Jesus na München Gladbach. Ja, na zuletzt na Wuppertal lelo. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Merci, dass wir uns auf Rosa lelo awa. Unsere Einladung ist hingenommen. Die Bibel sagt uns, dieses Wort, das wir heute hören werden, es soll immer in uns bleiben, Tag und Nacht. Wir rufen jetzt unsere Predigerin heute nach vorne. Unsere Schwester Virginie. Sie wird heute für uns predigen. Ich bitte euch um einen dicken großen Applaus für den Herrn. Halleluja. Amen. Il est vivant. Er ist am Leben. Il est vivant. Er ist am Leben. Amen, 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 amen. Amen. Alors tout d'abord, je voudrais remercier l'assemblée. Je veux erstmal gerne die Gemeinde bedanken, de m'avoir accueilli aujourd'hui. Da sie mich heute empfangen haben. Je voudrais remercier aussi les serviteurs de Dieu. Ich bedanke mich auch an den Diener Gottes. Et je voudrais remercier aussi ma famille. Ich bedanke mich auch an meine Familie. Ma tante, Mama Tete. An meine Tante, Mama Tete. Mama Pepe. Et voilà, que Dieu vous bénisse tous. Ja, also das ist mein Wort. Möge Gott euch segnen heute. Voilà. Dites-vous qu'aujourd'hui que si vous êtes là, sagt euch, wenn ihr heute hier seid, ce n'est pas en vain. Es ist nicht umsonst. Que Dieu a un message pour vous. Denn Gott hat eine Nachricht für euch. Dites déjà vos prochains, sagt auch schon mal euren Nächsten, que je suis, si je suis là aujourd'hui, dass wenn du heute hier bist, c'est que Dieu veut me parler. Heißt, dass Gott mit dir reden will. Touchez votre prochain, faites-lui ça. Fass deinen Nächsten an, fass deinen Nachbarn an und sag ihm das wirklich. Dites-lui que j'ai un message que le Seigneur m'a dit. Sag ihm, ich habe eine Nachricht, was, ich hab, Gott hat heute eine Nachricht hier für dich. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous allons lire dans Acte des Apôtres. Wir lesen heute in dem Buch Apostelgeschichte. Acte 2. Apostelgeschichte 2. J'aimerais bien qu'une personne puisse lire, s'il vous plaît. Si quelqu'un a sa Bible, si une personne est disposée. Wenn jemand schon das Buch von der Apostelgeschichte 2, 17 aufgeschlagen hat, möge es aufstehen und bitte vorlesen. Il est dit dans Acte 2, verset 17. Il arrivera au dernier jour, Dieu dit, que je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes hommes verront des visions, et vos vieillards songeront en songe, et sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ce jour-là, je répandrai mon esprit. Das war Apostelgeschichte 2, 17 bis 19. Wenn ihr alle eine deutsche Bibel habt, könnte einer auf Deutsch vorlesen. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter
werden weissagen und eure Jünglinge werden Gesichter sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über eure Knechte und über eure Mägde werde ich in jenen Tag meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unter auf Erden, Blut und Feuer und Rauch, Dampf. Amen. Rabbi, je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, j'entre Jésus, j'ai. Aujourd'hui, il est temps. Heute ist seine Zeit. Pour les jeunes de se lever, damit sich die Jugendlichen erheben et de servir le Seigneur. Pour que sie Gott dienen können. Amen. Amen. Comme vous le voyez, wie ihr seht, je suis jeune comme vous. Bin ich auch so jugendlich. Je me présente, je m'appelle Virginie. Ich heiße Virginie. J'ai 26 ans. Ich bin 26 Jahre alt. Je suis en licence. Ich bin am Ende meines Studiums. Je viens de Toulouse. Ich komme aus Toulouse, voilà. Frankreich. Et je fais mes études vers Rouen. Und ich studiere in der Nähe von Rouen. Aujourd'hui, heute, Dieu a fait grâce. Hat Gott mich gesegnet, que je puisse le servir, dass ich ihn dienen kann. Et ça, je ne m'attendais même pas. Und ich habe es auch nicht erwartet. Le thème que j'ai choisi aujourd'hui, das heutige Thema, was ich ausgewählt habe, also es ist um euch zu zeigen, es ist die Zeit. Il est temps de prendre conscience. Es ist die Zeit, um im Gewissen einzuschalten, que le Dieu que nous servons, dass den Gott, den wir dienen, est un Dieu vivant. Ist ein Gott, der am Leben ist. Et que sans lui, nous sommes rien. Und ohne ihn sind wir nichts. Je me suis converti. Ich habe mich umändern lassen. J'avais 16 ans et demi. Ich war 16. Avant ça, j'étais comme vous. Davor war ich auch genauso wie ihr. Ich war auch comme vous. J'étais dans le monde. Ich war auch sozusagen in der Welt. J'ai pu faire tout ce qu'il y avait dans le monde. Ich habe alles gemacht, was hier in der Welt. Alors dans mon thème, j'ai mis deux points importants. Mein Thema heute, ich habe da zwei Stichpunkte genannt, die für mich sehr wichtig sind. Le premier point est les choses qu'on doit éviter. Mein erster Punkt ist die Sachen, die wir vermeiden sollten. Alors, on va mettre comme point 1 les désirs de la chair. Also, c'est sozusagen unser erster Punkt, die Wünsche unseres Körpers, die Wünsche unseres Fleisches. Est-ce que vous savez que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit? Wisst ihr, dass das die Wünsche unseres Körpers, die Wünsche unseres Fleisches nicht das entspricht, was Gott uns will? Je vais vous donner un exemple. Quelquefois, vous êtes là en train de partir dans un magasin. Ich gebe euch ein Beispiel. Es gibt auch manche Tage, ihr geht in die Geschäfte rein. Voilà. Pour ceux qui peut-être volent, und ich weiß nicht, vielleicht glauben manche. C'est vrai que certains vont à l'église, mais d'autres font des choses en cachette que Dieu. Manche gehen wirklich zur Kirche, aber trotzdem machen sie draußen noch Sachen, die Gott aber so oder so sieht. Et vous prenez par exemple une décision de dire non, je vais arrêter de voler. Und ihr sagt euch im Herzen, nein, ich höre das auf zu als klauen. Et tu vas dans un magasin, tu vois un parfum. Du gehst in einen Laden rein, siehst ein schönes Parfüm. Tu le veux tellement, mais tu n'as pas d'argent. Du willst es unbedingt haben, aber du hast kein Geld. Et là, je te pose la question, je le prends ou je le prends pas? Ich nehme es oder nimmst du es nicht? Et là, tu le prends. Und dann nimmst du es. Par la suite, tu rentres chez toi, et c'est là que tu prends conscience que ce que tu as fait n'était pas digne. Plötzlich bist du zu Hause, und dann erst merkst du, was habe ich getan. Et c'est là qu'on comprend que la chair prend le dessus. Und daran merken wir, dass unser Körper das tut, was nicht Gott von uns verlangt. Quelquefois aussi, tu vas être amené avec des amis autour de toi. Manchmal ist es auch, dass du mit deinen Freunden, mit deiner Umgebung irgendwo hingehst. Tu vas te dire, non, je vais plus partir en soirée. Du sagst, nein, du gehst nicht mehr Clubs feiern. Ça y est, c'est fini. Nein, du willst nicht mehr erst rein. Je vais te dire, là, je prends un Nee, du spielst nicht mehr. Ich möchte noch meinen Gott dienen. Et puis par la suite, quand tes amis vont te dire, mais non, viens, on va. Und dann werde ich deine Freunde überreden. Komm, wir gehen. Viens, on y va, on va danser. Komm, wir gehen tanzen. Wir machen ein bisschen Distanz. Et puis là, tu vas. Und dann gehst du auch vergehen. Tu vas en soirée, tu t'éclates, tu fais tout ce qu'il y a à faire. Du gehst mit den Feiern und machst alles, was es zu tun gibt. Et le lendemain, tu viens aussi à l'église. Und dann kommst du auch am nächsten Tag zur Kirche. Et tu viens, tu pries. Und du kommst auch, du betest. Et là, te sens-tu bien? C'est ça la question. Und dann fühlst du dich wirklich gut. Das ist die Frage. Ne penses-tu pas que quand tu vas en fait, weil man traurig ist, weil man diese Musik hören möchte, weil man sich davon irgendwie befreit fühlt. Parce que eux, avant de faire ces chansons-là, diese Leute, bevor sie diese Lieder schreiben, ils ont des pratiques. Haben die deren Praktikas, die sie machen, damit ihr diese Lieder liebt? Et sans le savoir, vous êtes là. Und ihr, ohne zu wissen, seid ihr da. Et en écoutant ça, ça produit des choses. Und es produziert Sachen. Sans le savoir. Ohne es zu wissen. C'est pour ça. Und deshalb.
für die Chanson Modern. Moderne Musik ist nicht ganz lobenswert. Voilà. Donc je voulais vous dire tout ce qui est désir de la chair. Ich wollte euch sagen, alles, was das Körper verlangt, was der Körper verlangt. En fait, il faut savoir se faire violence. Muss sich erstmal befriedigen lassen. Il faut savoir éduquer son corps. Du musst deinen Körper erstmal erziehen lassen. Quelquefois, ta chair te poussera à faire certaines choses. Vielleicht zieht sich dein Körper dann vielleicht etwas zu machen. Qui ne glorifieront pas le Seigneur. Was nicht den Gott preisen oder loben tut. Vous savez, même sans être chrétien, auch wenn man nicht Christ ist, on sait très bien ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Weiß man wenigstens, was gut und was nicht gut ist. On sait très bien le mal et le bien. Und man weiß auch, was schlecht und gut ist. Dann ist es an uns jetzt überlassen, unseren Körper zu erziehen, unseren Körper zu Gott zu bringen. Dans tout ça, le Seigneur laisse toujours le libre choix. Deshalb überlässt uns Gott unsere eigene Wahl. Et ne forge jamais. Und er zwingt uns nicht. Peut-être que tu seras en train de faire une pratique, ne confesse pas le nom du Seigneur. Vielleicht tust du etwas, was nicht in Gottes Namen ist. Mais tu verras pas le Seigneur venir, non, mais pas ça. Aber du wirst nicht sehen, dass Gott dir sagt, nein, tu das nicht. C'est à toi de prendre ta décision. Es ist an dir selber überlassen, deine Entscheidung zu treffen. Comme de l'accepter aussi, c'est à toi de prendre la décision. Wie es auch an dir selber ist, zu akzeptieren, deine eigene Wahl zu treffen. De faire ton choix. Deine Wahl zu treffen. Je voulais parler aussi par rapport au entourage. Ich möchte auch darüber reden, euch zu ermutigen. Il est temps de faire aussi un choix. Es ist die Zeit dazu gekommen, eine Wahl zu treffen. Quelquefois, tu peux être influencé par certaines personnes. Du kannst vielleicht durch eine Person beeinflusst werden. Mais sans le savoir, tu ne fais pas attention. Aber ohne zu wissen, wirst du es dann auch tun. Peut-être que les gens avec qui tu marches t'amènent à des mauvaises choses. Vielleicht läufst du mit Leuten in falschen Wegen. Mais peut-être que toi-même, tu te dis que non, c'est normal. Aber du sagst selber, nee, es ist normal. Mais c'est à toi de faire un choix. Aber es ist dir selber zu überlassen, eine Wahl zu treffen. Tu ne te dis pas de plus la différence. Du wirst nicht sagen, ja, ich mach das nicht. Mais c'est à toi de faire un choix. Aber savoir avec qui tu marches. Aber es ist dir selbst überlassen, mit wem du läufst. Amen. On va fermer les yeux, s'il vous plaît. On va prier. Schließen die Augen, denn wir möchten beten. Prends cette parole pour toi. Nimm diesen Wort für dich an. Si le Seigneur aujourd'hui t'a parlé, ce n'est pas en vain. Der Herr hat dich heute angesprochen, das ist nicht umsonst. Ne regarde pas l'âge que tu as. Guck dir nicht dein Alter an. Dis-toi que si aujourd'hui je me suis déplacé, ce n'est pas en vain. Sag dir, wenn du heute ein Haus verlassen hast, que je ne rentrerai pas comme je suis venu. Denn ich fahre nicht nach Hause, wie ich hergekommen bin. Le Seigneur a besoin de te toucher. Der Herr möchte dich heute besuchen. Je te fasse, mais là où tu es. Il est parti vers le Père et il nous a laissé son esprit. Er ist zu dem Herrn gegangen, hat seinen Geist gegeben. Il a besoin de toi. Ich bitte die Jugendlichen bitte nach vorne. Ich sage wegen aber schön, ein bisschen die Gosso. Ein Applaus für den Herrn. Avato ben a Bishop Nabiso, el capitano carismatique, el ami cadet. Avato ben a tobe ta moi chamo va dimi. Dirke, tellement, to comme ça colle. Alléluia, 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 alléluia. Oh, voilà, ma chambre, on va y aller. Oh, ma alléluia, y'a pas alléluia, y'a pas alléluia, y'a pas alléluia, y'a pas alléluia. On va maintenant. Avant ton pire. Bishop Nabiso, on prie dans le petit bishop de Babou Kanzam. Toi, quand on est sur, tout le monde. Manchus.